Ja, und hier sind wir wieder, die beiden Positionierungsrebellen der großefreiheit.com, Jens Alsleben und... Ja, Christa, moin moin. Und für alle die, die gleich wieder ins Video geschaltet haben, wir sind nicht alleine. Wir haben wieder einen tollen Gast heute bei uns und das ist der Markus Brüning und wir sagen ganz herzliches Hallo, moin moin nach München. Hallo Markus. Hallo, hallo Jörg, hallo Jens. Servus aus München. Ja. Servus, genau, Servus sagt man bei euch. Das sagt man bei uns auch nur beim Abschied, oder? Ja. Ja. Und zwar leise. Bei uns sagt man das immer. Nein. Ja, sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns heute mal ein bisschen zu sprechen über das Thema Wirtschaftsmediation im Restrukturierungskontext. Da sind ja schon wieder Worte, die erklärungsbedürftig sind. Was ist Wirtschaftsmediation? Was ist in der Restrukturierung dabei wichtig? Und wer bist du? Willst du ein bisschen was zu dir sagen? Die Leute stellen sich mal besser selber vor, als wenn wir das können. Ja, ja, sehr gerne, Jens. Ja, ich freue mich zunächst mit euch hier im Austausch zu sein. Uns treiben ja ähnliche Themen, insbesondere bei euch letztendlich das Thema Humanize Business und ja, vielleicht vom Hintergrund, warum das Thema Mediation, aber auch Coaching und das Thema Mensch bei mir in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt ist. Ich bin ursprünglich Investmentbanker gewesen nach meiner BWL-Ausbildung, habe 9 Jahre Investmentbanking gemacht, letztendlich sehr stark zahlengetrieben, erfolgsgetrieben und dann mich von nach dem Investmentbanking eigentlich auch durch eine persönliche Erfahrung dann in der Restrukturierungsberatung durch den Zufall eigentlich wiedergefunden und habe die letzten 17 Jahre in unterschiedlichsten Rollen in einem Restrukturierungsumfeld gearbeitet. Zum einen als Berater, war bei großen Beratungen wie Oliver Wyman, Alvarez & Marsal tätig, zum anderen aber auch in der Linie als CFO, CRO in unterschiedlichen Rollen in unterschiedlichen Industrien, immer getrieben eigentlich durch das Thema Veränderung. Das heißt, wie kann ich Unternehmen helfen, Menschen helfen, schwierige Situationen zu meistern, mit neuen Wegen, neue Wege zu gehen. Ich glaube, das Restrukturierungsbusiness wurde auch immer so ein bisschen gesehen, wenn die Berater kommen, dann geht es erstmal um den Stellenabbau, dann geht es um Kosten. Ich glaube, dass das viel mehr ist. Ja? Also du musst den Menschen, die in dem Unternehmen sind, es geht um das Unternehmen, auch eine zukünftige Vision aufzeigen und sie dahin führen und begleiten. Das ist das, was ich so in den letzten Jahren letztlich immer mehr als wichtig empfunden habe und habe vor dem Hintergrund 2012 mich mal entschieden, eine Auszeit zu nehmen, ähnlich wie du, Jens, mit dem Thema Jakobsweg. Bin ich mal im Himalaya gewesen, habe eine Yogalehrerausbildung gemacht, nicht weil ich jetzt Guru werden wollte, sondern einfach ein bisschen eine Auszeit nehmen zum Reflektieren. Das hat dazu geführt, dass ich gemerkt habe, dass man auch mit Ende 40 noch viel lernen kann. Also Mitte 40 war ich damals und habe beschlossen, dass ich jedes Jahr in irgendeiner Form eine Weiterbildung mache. Das hat dann zum einen das Thema Coaching. Ich habe eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht und vor ein paar Jahren dann auch eine Ausbildung zum Wirtschaftsmediator. Das Thema, wo wir heute auch drüber reden. Und letztendlich nicht, weil ich da mein Berufsbild groß verändern wollte, sondern ich habe nach neuen Möglichkeiten der Führung auch gesucht, weil ich gemerkt habe, dass wir einfach einen wesentlichen Faktor in diesen harten Restrukturierungen vergessen und das ist letztendlich das Wesentliche, nämlich der Mensch in den Organisationen. Ja, das habe ich auf Basis dieser Ausbildung zum einen gemacht, nicht da vergessen darf man aber eben auch in der Wirtschaft die Fakten, ja, und das versuche ich zusammenzubringen. Also immer so ein bisschen die Thema faktenbasierte, EBIT-orientierte, ergebnisorientierte Betrachtung, insbesondere jetzt auch bei Private Equity. Daneben aber versuche ich, die Balance hinzubekommen, dass im Unternehmen eben auch die Wertsteigerung ja durch diese Menschen erbracht werde. Und wenn wir über Werte reden, dann sind wir sehr schnell über Kulturthema. Ich glaube eben, die Wertsteigerung liegt nicht nur daran, dass man es unterm Strich im EBIT lesen kann oder im EBITDA, wie es den Investoren ja wichtig ist, sondern dass man darüber hinaus eben auch schauen muss, wie ist der Wert des Unternehmens innerlich, ja, in der Kultur abgebildet, in dem Thema ja, Mensch, ja, dass sie eben gerne zur Arbeit gehen, dass man die Potenziale der Menschen auch ausschöpft und dass sie diese Menschen auch einen Sinn sehen. Und dann, das ist ja das Thema, was euch auch antreibt,
Ich glaube, wenn jemand morgens gerne zur Arbeit geht und weiß, warum er dahin geht, dann ist für das Unternehmen einfach auch viel gewonnen. Ja, also das wird hier kein Streitgespräch, weil streiten könnte ich mich mit dir nicht, weil wir uns da zu sehr einig sind. Und was ich auch ganz spannend finde, ist die Ausbildungsgänge, die wir drei gemacht haben im Gleichklang, eben die BWL, aber auch das Thema Coaching, Mediation. Das verbindet uns natürlich, und als wir uns da näher drüber ausgetauscht haben, dann war auch relativ klar, dass auch du jemand bist, der diese Welle mitreiten möchte. Nicht reiten ist falsch, die Welle machen, ne? Im Sinne von, wir sprechen Mensch. Das gibt eine Brücke vom Mensch zur Zufriedenheit im Unternehmen, zur Leistungssteigerung mit Leichtigkeit, und diese Brücke zum EBIT, also zum, wie es heißt so schön, Vorsteuerergebnis, die vertreten wir, du, ich, Jörg, recht glaubwürdig. Wir wollen einfach Mut machen, sich diesen Themen zu stellen, die anzunehmen und voranzutreiben. Und deswegen bin ich froh, dass du dich da bereit erklärt hast, hier auch vor die Podcast-Kamera zu kommen. Ja, und letztendlich sind wir ja alles Menschen. Und einer meiner Sprüche, die ich irgendwann mal kreiert habe, ist, das Business ist für die Menschen da und nicht umgekehrt. Und ich sehe aber, dass es vielfach umgekehrt gelebt wird, noch in vielen Unternehmen, auch was du immer erzählt hast aus deiner Zeit, Jens. Und wir stehen dafür, das zu verändern, weil letztendlich haben wir alle nur ein Leben, und das Leben sollten wir genießen. Und der Witz bei der Sache ist, dass es dann ja auch noch erfolgreicher für die Unternehmen ist. Und das wird häufig gar nicht so gesehen oder nicht erkannt, oder stehen irgendwelche alten Glaubenssätze dem entgegen. Und wir leben gerade in einer schwierigen Zeit, und da freuen wir uns, dass wir dich an Bord haben, darüber zu sprechen, weil im Moment sind da draußen sehr viele Unternehmer und Unternehmen und Manager, die vor schwierigen Aufgaben stehen. Und, genau. Und die Energie ist ja immer bekanntlich dort, wo der Fokus ist. Und wenn wir es hier schaffen, den Fokus darauf zu legen, was es für Möglichkeiten gibt, auch in der Krise, das ist so wie beim Segeln, ne? Wenn ich segel zum Beispiel, und wenn wir in einem Sturm sind, dann denke ich nicht über den Sturm nach, sondern ich gucke, wie kriege ich das Boot dahin, dass wir dann wieder im ruhigen Fahrwasser irgendwann segeln. Und genau das wäre toll, wenn wir das jetzt hier hinbekommen, mit den ganzen Erfahrungen, die wir hier am Tisch sitzen haben, und also in zwei Tischen, dann wäre das toll. Und darum freue ich mich auch. Und das Thema, was momentan natürlich immer stärker auch hochkommt, ist Konflikte. Mhm. Das sind natürlich Konflikte innerlicher Natur. Ja, durch Ängste auch. Ne? Ängste, aber das sind natürlich, ja klar, aber die äußeren Konflikte natürlich auch durch Ängste geschürt. Aber die Konflikte, die sich jetzt im Unternehmenskontext auch einstellen oder vielleicht einstellen werden, zwischen Mitarbeitern und zwischen verschiedenen Abteilungen, zwischen Lieferanten, Kunden, Geschäftsführung, Gesellschaftern, und wie kann man mit diesen Konflikten umgehen? Warum ist es so wichtig, sich dieses Themas auch anzunehmen im Kontext der Unternehmensführung? Und deswegen bin ich ganz froh, wenn du hast uns dein White Paper auch geschickt zum Thema Mediation, wenn du einfach mal ein bisschen was dazu sagst, wie du das Thema erlebst, warum das für dich so wichtig ist. Ja, absolut. Also ich komme nochmal von dem Thema Restrukturierung, wo ich ja zum Beispiel als CRO, als Chief Restructuring Officer in ein Unternehmen komme, das in einer schwierigen Situation ist. Da hast du es, wie du gerade schon angedeutet hast, natürlich mit den ganzen Stakeholdern zu tun, sei es dem Gesellschafter, dem Management, den Banken, Kreditgebern, Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter. Da kommt der CRO als fremde Person jetzt hinein, und warum kann er da letztendlich etwas verändern? Warum kann er da erfolgreich sein? Ja? Das ist zum einen ganz, ganz viel zuhören, ja, und letztlich verstehen, wo letztendlich die Pain Points sind, also wo sind die Hauptkonflikte. Und da sind wir schon bei dem ersten Thema, letztlich, wie gehe ich als CIO mit einer Situation um? Also ich weiß, dass das Unternehmen wenig Cash hat, ich weiß, dass die Banken kein zusätzliches Geld geben wollen, ich weiß, dass auch die Lieferanten vielleicht, die jetzt stotternd bezahlt werden, da nicht fröhlich sind. Das heißt, ich muss neben dem Verständnis in die Kommunikation gehen. Da ist, muss ich sagen, diese Ausbildung zum Coach und auch zum Mediator sind natürlich, ja, zum einen die Methodenkompetenz, die einem da hilft. Zum anderen gibt es natürlich Dinge, ich sage immer, es gibt ja eine bestimmte Empathie bei einem Menschen, die kann man wahrscheinlich nicht lernen. Also ich habe immer schon gemerkt, dass mich das einfach interessiert, was die Menschen sagen.
man merkt natürlich, es gibt andere, die kommen einfach irgendwo rein und hören nicht zu, sondern haben so ihr Werkzeugkasten und der wird dann einfach ausgepackt und dann wird auch los operiert, ja, ohne Rücksicht auf, ja, ich möchte jetzt da nicht, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da schon ganzheitlich auch drüber nachdenkt, was hinterlässt man doch. Und das ist so ein bisschen das, was mich antreibt mit diesem Zuhören. Das tun natürlich, ja, ich sag mal, der Restrukturierer muss sich immer ein Bild über die Gesamtlage machen und möglichst effektiv dann mit seinem Instrumentenkasten schnell auch Lösungen generieren, die insbesondere, wenn das Unternehmen, ja, ich sag mal, jetzt vor einer Insolvenz steht oder vielleicht sogar in der Insolvenz ist, dann sind natürlich diese monetären Zwänge viel stärker. Aber auch da ist es, glaube ich, immer noch der Umgang miteinander, der dann hilft, nach vorne letztendlich den Leuten auch wieder Vertrauen zu geben, dass es in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, das ist so einer der ersten Punkte. Der Umgang mit den Menschen bedeutet Ehrlichkeit. Ich glaube, das, was ich doch häufig sehe, ist, dass man dann versucht, Dinge zu verniedlichen, zu verharmlosen. Ich glaube, gerade jetzt in so einer Situation wie, ja, wie Corona, die letztendlich keiner von uns kennt, ja, weil sie einfach in ihrem Ausmaß, ich meine, viele Vergleiche werden dann mit dem Zweiten Weltkrieg oder mit der Wirtschaftskrise von 1929 letztendlich gemacht. Aber es ist ja nochmal anders, weil es wirklich etwas Unsichtbares ist, das auch jetzt in dem Sinne nicht unbedingt von Menschen gemacht ist, sondern wir müssen jetzt mit den Auswirkungen dieses Viruses leben, was uns alle etwas hilfloser, glaube ich, auch macht, wenn es darum geht, die Lösungen zu generieren. Und wie die Ausmaße, ob jetzt zweite Welle oder wie da die Zukunft genau ausschaut, was ist normal nach dieser Krise? Ja, kommt überhaupt zu einem Normal, wie es vor der Krise ist, oder ist es einfach ein neues Normal oder ein neues Abnormal, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und ich glaube, die Energie, die man jetzt, wie du ja, Jörg, gesagt hast, das ist der Fokus, den man jetzt macht auf Lösungen, das ist, glaube ich, entscheidend. Also zunächst muss man natürlich eine Standortbestimmung haben, man muss die Konflikte, die bestehen, die Probleme, die bestehen, natürlich schon analysieren und auch, glaube ich, offen und schonungslos darstellen. Das ist etwas, was wir auch aus der Restrukturierung natürlich kennen, dass man erstmal wirklich alles auf den Tisch legt. Es gibt da die heiligen Kühe, die immer geschont würden. Die Belegschaft genau weiß, dass das Thema wird eh nicht angegangen. Ja, also dass man einfach auch der Belegschaft zeigt, pass auf, wir werden jetzt alles auf den Tisch legen. So, und dann individuell in den Gesprächen herausfinden, wo stehen letztendlich die Beteiligten. Also ganz viel Kommunikation und da kommen wir natürlich, dann kommen auch die Themen der Konflikte, da kommen erstmal nur Positionen und das ist dann vielleicht dieser Schwenk jetzt zur Wirtschaftsmediation. Üblicherweise, wenn man mit Leuten spricht, dann kommt erstmal so eine Position, nein, das geht gar nicht oder ich will mein Geld haben oder der hat das und das gemacht und dann merkst du schon, die Menschen sind auf der Position. Dann ist ja der nächste Schritt, warum diese Position? Und wenn man eine Position einmal eingenommen hat, ist es ja ganz, ganz schwer, davon wieder abzugehen. Ja? Also dann merkst du, wie die in den Schützengräben liegen und sich gegenseitig beschießen und die Energie geht auf den Konflikt und nicht auf eine Lösung, sondern nur, wie kann ich meine Position verteidigen? Das ist mal so dieser erste spannende Punkt. Ja? Wo liegen diese Konflikte? Wodurch sind die entstanden? Das muss man schon verstehen, bevor ich überhaupt zu einer Lösung komme mit den Beteiligten. Ja? Was ist denn Mediation? Ja, Mediation ist... Also ich könnte mir vorstellen, da gibt es den einen oder anderen Zuhörer, der kennt natürlich das Wort, aber der kann sich jetzt unter dem Aspekt Mediation weniger vorstellen. Viele verwechseln das auch mit Meditation. Oder Moderation, genau. Was ist Mediation? Also die Mediation und im Besonderen auch die Wirtschaftsmediation, ja, muss ich schon aufpassen, ja, ist letztendlich... eigentlich die unparteiliche, neutrale, also letztendlich jetzt mal von meiner Seite als Mediator auf das Thema, ich bin unparteiisch, allparteilich und neutral. Als Außenstehender komme ich in letztendlich einer schwierigen Situation zu Hilfe. Ja? Also wie wichtig, lass mich gerade einhaken, das sind ja wichtige Begrifflichkeiten. Also erstmal das Thema allparteilich. Dass ich komme als allparteiliche Person in einen Prozess. Das heißt, in der Mediation gibt es jemanden, der in diesem Prozess allparteilich unterwegs ist. Das ist der Mediator. Genau. Da gibt es Konfliktparteien. 1, 2, 3, 500. Das können viele sein. Ich fange mal mit zweien an. Also letztendlich zwei Konfliktparteien, die sich letztendlich gegenüberstehen mit einem
Problem mit einer Thematik, ja, wo, wie gesagt, eben zwei Positionen gegenüberstehen. Ja. Und dieser Konflikt, es kann ein ganz offener sein, es kann aber auch ein unterschwelliger sein. Ja. Du hast ja dann das Eisbergmodell, Themen, die sehr offensichtlich liegen. Ja. Also zwei streiten, also der CFO streitet mit dem COO über die Mittelverwendung. Ja. Der CFO sagt, nein, wir müssen jetzt einen Sparkurs einlegen. Der CEO sagt, ich brauche eine neue Investition für die Fabrik. Und der CFO sagt, nein, es ist kein Mittel dabei, keine Mittel vorhanden, wird eskaliert. Die lösen vielleicht das Problem irgendwie miteinander. Aber das ist ein offenes Thema. Und dann gibt es. Boxring. Entschuldigung? Boxring. Wir hatten eine schöne Möglichkeit. Genau. Und letztendlich dann hast du das Thema, was emotional versteckter ist, ja, auf der Beziehungsebene, wo letztendlich zwei Parteien dann sich mit auf der Position letztendlich verharren und dann irgendwo gegenseitig beschimpfen oder sich behindert fühlen oder. Wenn dann die emotionale Komponente dazukommt, dass sie letztendlich sich über den Ärgern nicht weiterkommen mit ihrem Thema, weil der andere im Weg steht, da geht es immer um Ressourcen auch. Ja. Und da ist letztendlich dann der Mediator, der zunächst mal, wenn er reinkommt in dieses Thema, muss er, also letztendlich eine der Konfliktparteien muss auf die Idee kommen, ja, dass man da irgendwie einen anderen Weg vielleicht findet. Oder das, ja, in Unternehmen sind es häufig auch Führungskräfte, die dann sagen, ja, da schauen wir, dass da von außen jemand kommt oder häufig in Streit zwischen Gesellschaftern zum Beispiel. Ja, es ist dann ein Anwalt, der sagt, hier, wir brauchen einen externen Mediator. Es ist ja immer eine unterschiedliche Situation. Konflikte können ja auf Unternehmensebene, auch zwischen den Stakeholdern auf verschiedener Ebene kommen. Und dann geht es letztendlich um, am besten eigentlich, die Moderation eines Prozesses zur Konfliktlösung. Ja, das ist der Mediator. Und gleichzeitig geht der Mediator aus, und das ist auch ganz wichtig, ähnlich wie auch in der Restrukturierung, wir sind ja häufig nicht vom Fach, ja, was die Branche angeht oder spezielle Themen. Wir gehen davon aus, dass die besten Partner zur Lösung des Konfliktes die Konfliktparteien selber sind, weil sie am besten wissen, wie für sie die Lösung aussehen kann. Ja? Und dann geht es eben um diese Vermittlung zwischen diesen beiden Parteien. Ja? Und aufgrund dieses Konfliktes ist eben die Stärke der Zugang zu dieser Lösung blockiert, weil man eben auf seiner Position verharrt. Und diese Blockade gilt es zu lösen durch Gespräche. Und ich glaube, das Thema allparteilich, was heißt das? Also allparteilich ist letztendlich, wenn ich in eine Mediation hineingehe, die beiden Konfliktparteien treffe, dann bin ich nicht vorbefasst. Das heißt, ich muss wirklich darauf achten, auch in den Gesprächen, dass ich beide letztendlich gleich behandle, dass ich dass Gesprächsanteile im Zuhören, im Reagieren, in letztendlich den gesamten Prozess versuche, beide Parteien wirklich auszugleichen. Ja, da kommt auch das Coaching wieder, dass letztendlich, wenn man schon merkt, der andere wird unruhig, dass man ihn auch abholt und sagt, dass man immer merkt, dass keiner bevorteilt wird und dass man wirklich neutral in den Prozess hineingeht. Das ist auch teilweise eine schwierige Aufgabe für den Mediator, weil man natürlich dann vielleicht Situationen hat, wo man sagt, naja, ist eigentlich logisch, was er da sagt. Und dann wirklich sich dazu zwingt, aber wieder in diese Neutralität, Allparteilichkeit, keine der Parteien wird hier bevorzugt. Man muss wirklich schauen, dass die Lösungen aus der Konfliktpartei selber her letztendlich kommt durch das Gespräch. Also was ja wichtig ist, dass der Mediator die beiden Konfliktparteien erstmal ins Gespräch wieder bringt. Ne? Genau. Das heißt also, eine Mediation ist nur dann wirksam, auch wenn die beiden Konfliktparteien gesprächsoffen sind. Ja, eine Bereitschaft haben. Ne? Genau. Diese Bereitschaft muss bestehen, beziehungsweise erstmal überhaupt in den gemeinsamen Raum wiederkommen. Ja? Also vielleicht ist man noch gar nicht gesprächsbereit, aber man ist zumindest mal da, ja? Und hört mal zu. Ja. Was ich ganz schön finde, ist dieses Bild, du hast diese zwei Konfliktparteien letztendlich, sitzt mit diesen beiden Konfliktparteien zusammen und man muss sich das dann vorstellen wie so eine Glasscheibe, die zwischen den beiden ist. Die können sich sehen und hören, aber sie können jetzt nicht handgreiflich werden. Und es ist wie zwei Räume auch. Und man startet diesen Prozess dann letztendlich in einem Gespräch, wer möchte anfangen. Also auch da versucht man immer den Ball den Streithähnen, den Konfliktparteien zuzuspielen. Da liegt schon mal der erste Schritt in eine Kommunikation. Fang du an, nein, ich mag anfangen. Wenn sie da schon streiten, dann muss man eben gucken, wie man das löst. Und dann sind die Parteien letztendlich gezwungen, dem anderen zuzuhören.
Und hören plötzlich, also dann ist es die Kunst letztendlich auch die Aufgabe des Mediators, dass man mal von dieser Position, ja, ich nehme jetzt ein willkürliches Beispiel, Lieferant schuldet 500 Euro und will nicht bezahlen, die Kunst ist dann auf die Ebene darunter zu kommen. Da sind wir auch wieder bei dem Eisberg. Also wie kriege ich, wieso ist ihm das wichtig? Ja, wieso treibt ihn das? Wieso verharrt er so stark auf der Position? Und dadurch zwinge ich in Anführungsstrichen den anderen Konfliktpartner mal zuzuhören und zu verstehen, warum ihm das oder wieso ihm das so wichtig ist. Und dieses Verständnis, da kommt dann der Prozess in Gang. Und das Balancieren, dass beide verstehen, warum und wieso der andere da so reagiert oder so agiert, wie er das getan hat in der Vergangenheit. Und die Kunst ist dann, aus diesem Sinn und diesem Hintergrund letztendlich auch in diesen Prozess reinzukommen der Kommunikation. Und ich nenne das so gerne, es ist eben ja letztendlich, also ich habe lieber zwei Gewinner als einen Verlierer. Ja, in so einem Prozess können beide immer noch gewinnen, ja, wenn man das mit entsprechendem, wenn die Parteien dann auch bereit sind, in diesen Prozess hineinzugehen, in die Kommunikation. Und da gibt es wirklich schöne Beispiele, dass da echter Mehrwert generiert wurde. Ich glaube auch, dass man sagt ja immer, ja, das ist ein schöner Kompromiss. Ich bin kein Freund von Kompromissen, ja, weil haben beide irgendwo was verloren und aufgegeben. Und ja, häufig sagt man, wenn beide unzufrieden sind, dann hat es gepasst. Ja, glaube ich nicht dran, sondern ich denke, da ist was verloren gegangen auf dem Weg. Da gibt es das schöne Beispiel für Kompromisse. Wenn du ein Ehepaar hast und der eine fährt gerne Ski und der andere geht gerne segeln, dann ist der Kompromiss Kassel. Da kann er was von. Aber das ist ungefähr in der Mitte. Da muss ich mal an Roger Cicero denken. Ja, der liebe Gott hab ihn selig. Da hat er auch dieses Kompromisslied gemacht. Aber Kompromisse geht es hier nicht. Hier geht es tatsächlich um Heureka, wie ich das gelernt habe. Nämlich darum, dass die beiden Konfliktparteien durch diesen Prozess dann plötzlich Lösungsbilder sich selbst erarbeiten, die beide am Anfang gar nicht gesehen haben. Ja. Willst du da ein bisschen was zu sagen? Ja, es gibt ich will auch gerne was glaube ich ganz wichtig ist, immer gerne auch mal Beispiele einfließen lassen aus deiner Praxis, was dann so Heureka-Momente sein können oder wie du Konfliktparteien erlebt hast so im Verlauf, wie die gemeinsam begonnen und gemeinsam geendet haben, was das also auch tatsächlich dann an Auswirkungen mit sich gebracht hat. Ja, sehr gerne. Also vielleicht zunächst mal sowas, also aus meiner Ausbildung heraus vielleicht ein, ja, wie soll ich sagen, etwas banales Beispiel ist, aber was finde ich sehr schön zeigt, diesen Mehrwert, den du aus so einer Mediation generieren kannst. Es sind eben zwei Streithähne auf einem Feld und zerren an einem Kürbis, ja, und der Mediator oder es kommt halt jemand vorbei und sieht die und die rufen ihn um Hilfe und sagen, hilf uns mal, das ist mein Kürbis, nein, das ist mein Kürbis, ich war zuerst da. Und dann ist eben genau diese, was ich eben gesagt habe, du nimmst den Kürbis und die beiden müssen dir zuhören und dann fragst du den einen, wieso ist dir das wichtig? Und er sagt, ja, es ist Halloween, ich möchte für meine Kinder den Kürbis ausformen und eine Kerze zur Hand aufstellen und das machen wir jedes Jahr. Und dann sagst du, okay, und dann fragst du den anderen, ja, warum ist dir der Kürbis so wichtig? Ja, ich möchte eine Kürbissuppe machen. Es klingt jetzt banal und sehr einfach, so einfach ist es in der Realität. Ja, aber allein nur durch dieses Position Kürbis, die zerren, den Grund dahinter zu erfragen, der in unterschiedliche Richtungen geht und dadurch eine Lösung generiert. So, ja, der Gag an diesem Beispiel ist ja, dass um Kürbissuppe zu machen, der eine die Innereien braucht vom Kürbis und dann der Rest des Kürbisses übrig bleibt. Und das ist ja genau das, was der andere haben will, um da seine Halloween-Schnitzereien reinzumachen. Ja, ich kenne das mit dem Orangenbeispiel. Ne? Der eine will eigentlich Schale, nur die Schale und der andere den Saft. Aber was dahinter steht, ist, dass das Augenscheinliche, nämlich beide wollen den Kürbis, im Wege der Mediation auch in die Positionen geht, die dahinter stehen. Was sind die eigentlichen Motive? Was ist das eigentliche Grundverständnis? Und viele dieser streitenden Parteien haben sich darüber noch nie ausgetauscht oder die Positionen sind so ewig verhärtet, dass die sich auf dieser Ebene gar nicht mehr bewegen. Und dann plötzlich die Kernmotive dann des anderen mal wieder zu hören,
wirklich zu verstehen, worum es dem anderen dann tatsächlich geht. Genau, das Verstehen. Hören haben sie vorher schon auch, aber genau. Zulassen, dass es auch sie irgendwo erreicht. Absolut. Und das ist ja die aufzuhören, genau. Genau, das ist ja die Position des Mediators. Ne? Da liegt dann auch die Kraft drin. Aber sorry, ja, du wolltest nicht unterbrechen. Nein, es ist genau das, was ihr sagt, also dieses Thema Zuhören. Also ich habe ein anderes Beispiel, was jetzt schon also aus der ein reales Beispiel, mittelständisches Unternehmen, Nachfolgethematik. Vater übergibt das Unternehmen an seinen Sohn. Ja? Also diese typischen Konflikte, die du dann letztendlich auch bei Familienunternehmen vielfach hast. Ja? Also ich sage immer zwischen Küchentisch und Konferenztisch, ja? Was wir auch als Außenstehende, wenn wir reinkommen, häufig sehen. Man bespricht was am Konferenztisch und zu Hause wird es dann nochmal am Küchentisch verdichtet. Ja? Und am nächsten Tag sieht die Welt anders aus, damit letztendlich umzugehen und das mit letztendlich diesen Themen, diesen Konflikten, die da in den unterschiedlichen Rollen auch der handelnden Personen liegen, ja, also Vater, Sohn, Firma, Beirat, Vorstand beispielsweise. In dem letztendlich konkreten Beispiel war ich Mediator zwischen dem Vater und dem Sohn, also der Vater hat das Unternehmen an den Sohn übergeben und wollte dann, im Prinzip hat das alles notariell beglaubigt gehabt und wollte das dann rückabwickeln, ja. Und hat sich da kräftig gestritten und wir kennen das auch, dass natürlich dann ein alter Patriarch gerne noch im Unternehmen präsent ist. Er hat also dann auch da mitgewirkt, fleißig mit seinen Altvorderen. Genau, und die beiden, und den Sohn, der hat das natürlich gesagt, ich mache das so, wie ich das jetzt, ich habe da neue Wege und mein Vater vertraut mir nicht und traut mir das auch nicht zu. Die beiden hatte ich dann in einer Mediation. Und da kommen in dem Gespräch tatsächlich, die beiden haben gar nicht mehr miteinander gesprochen, 3-4 Jahre. Ja? Das hat sich einfach weiter verhärtet. Ja? Also haben ewig nicht gesprochen und es kam dann tatsächlich durch einen Juristen letztendlich der Hinweis, also die treiben sich da gegenseitig noch ins Unglück. Und in diesem Gespräch, in dieser Mediation war es dann tatsächlich so, dass wir in dieses Wieso hineingegangen sind. Und ich habe den beiden gesagt, ihr sitzt eben auf jeweils einer anderen Seite dieser Scheibe. Ihr müsst nicht miteinander reden, ich bin hier der Moderator letztendlich, aber hört einfach mal zu. Und das ist natürlich dann das Feingefühl, dass man merkt, wenn der eine schon unruhig ist und der andere. Also diese Mediations, dieser Prozess des Zuhörens und des Verstehens, ja, ist dann ganz entscheidend. Wieso ist dem Vater das wichtig? Da kommen dann Ängste, wie mein Lebenswerk wird zerstört oder ich habe da nur eine kleine Rente daraus, also ich habe nur eine Rente aus dem Unternehmen, das, was ich bei dem Verkauf eben auch geregelt habe, ich habe mehr nicht, ja, und wenn jetzt das Unternehmen den Bach runtergeht, dann stehe ich bei null. Beim Sohn klassisch natürlich das Thema Vater-Sohn, der traut mir das nicht zu, da kommen natürlich dann auch diese Themen aus der Erziehung und aus der Entwicklung heraus. Aber auch dann, ich habe neue Ideen, er hat nie zugehört, ich habe da was ganz was Tolles entwickelt, das wurde gleich durch die Mannschaft blockiert, weil mein Vater da schon wieder reingegangen ist und hat gesagt, das ist doch alles nichts. So, und in dem Prozess haben die wirklich miteinander dann am Ende auch geredet und es wurde dem Vater die Angst genommen, einfach aufgrund ich habe dann mit denen nochmal die Businessplanung habe ich hinterfragt und habe dann nochmal geschaut, was steckt genau dahinter, da kommt dann natürlich auch der betriebswirtschaftliche Hintergrund eines Mediators dann ganz gut rein, weil man nämlich letztendlich auch das alles hinterfragen kann. Wir haben dann den Businessplan gemeinschaftlich am Ende erarbeitet. Ja, wir haben dann nicht an der rechtlichen Struktur geändert. Also eine Mediation kann auch durchaus darin münden, dass man dann die Rechtsanwälte holt und das Ganze vertraglich festhält. In dem Fall haben wir am Ende einen Businessplan vereinbart, den Vater in den Beirat geholt. Der war nämlich völlig raus organisatorisch. Er hatte dadurch eine Möglichkeit, wir haben dann am Anfang gesagt, wir machen alle 4 Wochen eine Beiratssitzung, wo die aktuelle Entwicklung gezeigt wird. Auch da merkt man wieder Informationen, die wichtige Information ist. Ja. Wenn natürlich die Information dann, und auch da kleiner Ort, ja, wo alle miteinander über das Unternehmen geredet haben, man kennt sich und der eine Mitarbeiter redet dann wieder, mein Vater sagt, was sie da jetzt schon wieder entschieden haben, ist ja unglaublich, geht doch gegen alles, was wir früher gemacht haben. Da werden dann Stimmungen gemacht, das muss man auch alles immer ausbalancieren. Aber die beiden Protagonisten in dem Fall, die Hauptprotagonisten, die an einen Tisch zu bekommen, da letztendlich ins Gespräch hineinzugehen und einen gemeinsamen Lösungsweg zu arbeiten, das ist das, was auch dann so das Befriedigende an dieser Tätigkeit ist, dass man wirklich am ja. Ende einen Mehrwert für das Unternehmen schafft und ja, auch menschlich, ne? Weil die sind ja auch dann wieder zueinander gekommen. Ja, absolut, das hört sich für mich so an, als wenn du hast vorhin von dem Eisbergmodell gesprochen, als wenn am Konferenztisch über dem Eisberg, also über dem Wasseroberfläche, Zahlen, Daten, Fakten und zu Hause dann unter der
der Wasseroberfläche gesprochen wird am Küchentisch oder auf dem Stellen. Ja, oder andersrum, das, was unter der Oberfläche ist, schwingt immer mit, auch wenn oberhalb der Oberfläche gesprochen wird, klar. Ich meine, was man nicht vergessen darf, ist, ich kann auch institutionell, systemisch nichts verändern, wenn Konflikte auf der zwischenmenschlichen Ebene bestehen, wird immer sich, auch das ganze Thema Change, wird immer sich verweigert und Konflikte müssen immer zuerst aufgelöst werden. Und diese absolute Wahrheit, die muss auch einfach den Leuten klar werden. Und das ist so offensichtlich. Wenn man mal Vater und Sohn nimmt, wenn die zwei über das Mediationsverfahren nicht zueinander gefunden hätten, dann wären alle betriebswirtschaftlichen und alle systemischen, alle unternehmerischen und alle persönlichen Erfahrungen davon getrübt gewesen. Dadurch, dass jetzt über das Mediationsverfahren die beiden zueinander gefunden haben, ein Verständnis entwickeln konnten. Also ich kann das körperlich richtig spüren, was da für eine Befreiung und daraus was für eine Energie auch nach vorne hinaus für den Change, für die Transformation entsteht, dadurch, dass diese Konflikte sich aufgelöst haben. Mhm. Und das wird aus meiner Sicht in den meisten Fällen einfach nicht berücksichtigt oder methodentechnisch nicht ordentlich begleitet, weil die Leute nicht gelernt haben, Konflikte zu lösen. Mhm. Und dann werden diese Konflikte mit lapidaren Themen wie, geht doch mal zusammen ein Bier trinken oder, naja, ich versetze den jetzt in eine andere Abteilung oder was auch immer da für Themen kommen, versucht zu lösen, aber der Konflikt schwelt weiter. Und das ist eine viel zu häufig übersehene Thematik. Deswegen ist dieses Thema für mich im Speziellen auch so wichtig, weil da jetzt in den Monaten, in den Jahren, die da jetzt kommen, extrem viel Kraft drin liegt für Veränderungen und um diese Probleme, die jetzt auf den ein oder anderen Mittelständler zukommen oder schon zugekommen sind, zumindest auf eine rationale Ebene heben zu können. Es gibt heutzutage ganz viel im Mittelstand im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder man löst den Konflikt auf oder das Unternehmen löst sich auf. Ja. Und leider wird es immer häufiger, dass sich Unternehmen sich auflösen. Und ich komme auch aus so einem Unternehmerhaushalt. Mein Vater war auch ein typischer Patriarch und wir haben den Konflikt nicht aufgelöst und das Unternehmen wurde aufgelöst. Also letztendlich kenne ich das auch aus eigener Erfahrung. Und ich kann auch allen Menschen, auch wie gesagt, auch aus eigener Erfahrung nur sagen, dass man so jemanden wie dich dazu holt, um diese Themen wirklich zu lösen. Das ist auch egal, was du kostest, der Nutzen ist einfach wesentlich größer. Und vielleicht noch, bevor wir wieder zu dir kommen, eine interessante Studie, die Alex Partners rausgebracht hat. Da geht es um die Dreiecksbeziehung CEO, CFO, Private Equity. Also jetzt immer wieder aus der Investorenbrille drauf zu gucken. Ein viel zu wenig beachteter Konfliktherd, der zu tun hat mit dem Rollenverständnis, nicht mit den Tätigkeiten, sondern der CEO, der in der Regel beim Private Equity mehr Beachtung findet als der CFO, der vielleicht mehr Redeanteil hat gegenüber dem Private Equity Investor oder Gesellschafter. Ersetze Private Equity mit Gesellschafter. Und dann aber die Entwicklung der Rolle des CFOs im Zeitverlauf immer komplexer, ein immer höherer Stellenwert des CFOs im Unternehmen und dem das einfach tierisch auf den Keks geht, dass er hier eine Komplexität handelt, aber immer der andere quatscht. Also ganz, ganz, ganz profanes Ding. Und dann werden dann plötzlich verdeckt irgendwelche Themen ausgefochten, so Stellvertreterkriege. Aber eigentlich geht es ihm nur darum, dass er mehr Beachtung haben möchte, dass er ernst genommen werden möchte in seiner Funktion. Also sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Und das wird den Leuten einfach häufig gar nicht bewusst, dass es zwischenmenschliche Themen sind, die der Lösung eines Sachproblems im Weg stehen. Ich habe noch, wo du das gerade sagst, ich habe einen Kunden gehabt, einen Mittelständler, und die hatten immer Probleme mit der Finanzbuchhaltung. Ja. Und diese Probleme lagen, jetzt das klingt total banal, weil die Geschäftsleitung keine Wertschätzung für diese Themen hatte. Ja. Die hatten Sachthemen, da hatten sie eine Wertschätzung, aber für dieses Finanzielle, dieses alles, was sich mit Finanzen da zu tun hat, da hatten die einfach keine Wertschätzung. Und das haben die Menschen
implizit gespürt. Und da war ständig ein Wechsel der Menschen und des Abteilungsleiters. Und ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile in den Griff gekriegt haben. Aber das hat was mit Wertschätzung zu tun häufig, für die klar. Rolle des anderen. Klar. Ich habe eine Mediation begleitet. Da sind zwei Brüder gewesen, die sich dann trennen wollten. Beides 50% Gesellschafter. Und die haben seit dem Sandkasten, im wahrsten Sinne des Wortes, haben die zwei sich bekriegt. Und es hängt tatsächlich was damit zusammen, wer mehr Liebe, mehr Aufmerksamkeit gekriegt hat von den Eltern. Und es hat sich über 50 Jahre gezogen, über die Nachfolgethematik, über ein mehr als 20 Jahre langes gemeinsames Geschäfte führen. Und am Ende des Tages war es die Plastikschaufel. Genau, das ist ganz häufig. Kennst du das? Beim Ego, ja, also wir sind ganz klar beim Ego. Irgendwo in der Historie verletztes Ego, das dann letztendlich permanent Rechenschaft haben will. Ja? Also immer letztendlich irgendwo siegen, ob siegen möchte. Ja? Und dabei dann alle Mittel auch recht sind. Und das ist ja im Prinzip der Konflikt. Schaufel hat dann die Tendenz, sich selbst zu verstärken. Ja? Und bis hin zur obersten Spitze des Unternehmens. Ja? Ich glaube, es ist so wichtig, dass man das auflöst, weil das ist im Grunde ein Stellvertreterkrieg. Also man nimmt einen Zahlen-Daten-Fakten-Schauplatz für etwas zutiefst Menschliches. Es geht um Liebe. Und das aufzulösen, nur über der Wasseroberfläche, das geht gar nicht. Also man muss untertauchen. Und ich habe auch mal so einen ähnlichen Fall wie du gehabt in einem Unternehmen, wo auch Menschen, die miteinander gearbeitet haben, über Jahre nicht miteinander gesprochen haben, in einem Büro, das muss man sich mal vorstellen. Das war für mich so, das konnte ich kaum glauben. Und der Auslöser war eine ganz banale Geschichte, wo sich jemand übergangen fühlte. Ja, genau. Hat es aber nie ausgesprochen. Und das kam da auf den Tisch und die haben sich in den Armen gelegen, haben geheult. Also es war irre. Ja, und jetzt kommen wir wieder auf deine Rolle als Mediator zurück, weil natürlich die beiden Konfliktparteien das selber gar nicht in dem Maße ausarbeiten können. Also dazu fehlt ihnen einfach der Abstand. Das geht nicht. Da braucht es dann dich. Deutet ja auch ein Gesichtsverlust irgendwo, ja, wenn man eine Position aufgibt oder man steht dann als Verlierer da. Also dann gibt es so schöne Sprüche wie der Klügere gibt nach. Ja, aber in Realität ist das viel komplexer. Aber du hast ja gesagt, es gibt keinen Kompromiss. Sondern es gibt, wie das bei dir, wie sagst du so schön, eine? Also lieber zwei Gewinner als einen Verlierer, ja. Und so ist es. Es gibt nur Win-Win. Genau. Mhm. Das ist eben der entscheidende Punkt. Also eben diesen Konflikt, ja, wie letztendlich auch die Krise ein Konflikt ist, den die Welt hat, ja, mit diesem Virus, dass wir eben das auch als Chance begreifen. Ja? Und ich sag mal, in einem Moment, wo alles irgendwie zusammenbricht oder wo man nur im Streit liegt, dann ist es sehr, sehr schwer, da aus der emotionalen Schiene rauszukommen und mal, ich sag mal, objektiv und mit etwas Abstand über die Thematik nachzudenken. Und das ist ja auch wieder, wo der Mediator reinkommt und etwas Abstand schafft. Ja? Und ich glaube, das ist genau das Thema, den Konflikt als Chance zu begreifen. Es gibt Organisationen, wenn man anschaut, wie Google zum Beispiel mit Konflikten umgeht, die wollen geradezu die Konflikte haben, weil sie diese Konflikte dann nutzen als Innovationspotenzial. Ja, da werden aktiv eben diese Konflikte gemanagt in kleinen Gruppen. Und da sind auch dann Ausbildungen dabei, dass der Moderator und das intern das gemanagt wird. Die haben das erkannt, ja, letztlich. Und es gibt Organisationen, die sich da einfach sehr schnell, auch mit Hilfe gerade von Konflikten, und viele der Konflikte, du hast das Beispiel ja genannt, CFO, CEO, COO, es sind ja inhärente, systeminhärente und organisationsinhärente Konflikte, die vorprogrammiert sind und die gerade diese unterschiedlichen Rollen geradezu das darauf hinstoßen, ja, dass man eben den Finger in die Wunde legt und den anderen immer viel sagt, nach dem Motto, gib nicht so viel Geld aus. Ja? Forschung und Entwicklung und Einkauf, Marketing, Vertrieb, die klassischen Themen, die Kundenseite und die Lieferantenseite, wo natürlich auch nur es arbeiten ja Menschen mit Menschen. Es machen Menschen Annahmen und interpretieren aufgrund ihrer eigenen Sozialisierung. Und keiner überprüft dann hinterher noch die Annahmen. Das verfestigt sich und irgendwann bist du halt der Doofe,
Und das dann wieder aufzulösen, ist schwierig. Aber wenn ich als Einkäufer den Kunden doof finde, den Lieferanten, dann ist im Zweifel das Einkaufsverhalten von mir nicht rational. Dann kriege ich im Zweifel nicht den besten Kontrakt hin. Und das setze ich ja sofort. Ne? Also auch die Mediation hilft ja. Gehen wir mal wieder auf das Thema Performance des Gesamtunternehmens. Was würdest du da sagen? Spielt Mediation was für eine Rolle? Ja, es kann ein Katalysator sein, ja. Es ist eindeutig ein Katalysator. Das Thema Performance, eben diese Blockade durch Konflikte, da gibt es ja auch Studien von KPMG zum Beispiel, ja, was Konfliktkosten eigentlich hier verursachen auf den verschiedensten Ebenen. Ja, zum einen durch, was auch Konflikte ja beinhaltet, ist ja durchaus dann weitere Entwicklungen zu Krankheit, zu Fluktuation, es kann ein Konflikt in Form von Mobbing sein, ja, in Imageverluste für das Unternehmen, ja, diese ganzen, da stecken massive Kosten dahinter, hinter Konflikten. Das ist das, was du vorhin sagtest, der Mediator. Wenn ich einen Mitarbeiter, der kurz, also schon innerlich gekündigt hat, weil er sich mit seinem Kollegen oder seinem Vorgesetzten nicht versteht, aber eigentlich einen guten Job machen will, ja, der hat ja das Potenzial in sich, sonst hätten sie ihn nicht eingestellt, gehe ich mal aus. Da das zu lösen und ihn in der Firma zu halten, also Fluktuation zu verhindern, Neueinarbeitung des Kollegen, Searching Costs und so weiter, ja. Und wenn man sich das nochmal überlegt, oder Krankheitskosten, die da verursacht werden. Ihr habt das ja so ähnlich mit der inneren Kündigung, hattet ihr ja auch diese Studie Gallup, glaube ich, war es mit den 85%. Genau. Was das an Kosten verursacht, ähnlich sehe ich das mit den Konflikten. Und KPMG hat das vor Jahren schon mal versucht, in Zahlen zu sortieren. Das sind ja alles, diese Konflikte sind ja durch den Controller nicht unbedingt messbar. Ja? Das macht es ja so schwer. Der Controller in seinem Kämmerchen, der sieht die nackten Zahlen. Der hört zwar vielleicht, dass der CEO und CFO sich jetzt gerade anhand der Zahlen schon wieder streiten, aber sieht nicht, was dahinter steckt. Ja, also das Thema, dass die beim Gesellschafter gerade waren und einen eingeschenkt bekommen haben, ja, oder der eine sich besser präsentiert hat als der andere. Wobei das Thema Konflikt ja auch ein zweischneidiges Schwert ist. Also das hattest du gerade gesagt. Letztendlich ist Konflikt ja auch Energie. Und wenn in einem Unternehmen sich alle fürchterlich lieb haben, dann passiert da nicht viel. Und wenn du aber einen Konflikt hast, dann hast du ein Plus und Minus und da passiert irgendwas, da entwickelt sich irgendwas. Und das, was wir auch machen, ist, wir befähigen Menschen auch eine bessere Kommunikation, weil Konflikte auf einer sachlichen Ebene sind super. Die sind auch wirklich hilfreich für die Entwicklung des Unternehmens. Was ich aber festgestellt habe, dass viele Menschen es häufig nicht schaffen, auf der rein sachlichen Ebene zu bleiben und dann quasi in die persönliche, in die Ebene unter der Wasseroberfläche zu gehen. Und wenn die Leute in dem Unternehmen eine gute Konfliktkultur haben, das heißt also, wenn sie innerlich stark sind, wenn sie gefestigt sind, wenn sie sich auf einer sachlichen Ebene streiten können, dann ist das top. Es ist nur kontraproduktiv, wenn es ins Persönliche geht, weil dann hast du ein Stuck State, dann geht nichts weiter. Und wenn du aber auf einer sachlichen Ebene bleibst, dann geht es eine Entwicklung. Und das finde ich total wichtig, dass man da auch guckt, wo findet der Konflikt jetzt gerade statt. Aber das heißt auf der anderen Seite auch, dass die Unternehmensführung die Konflikte identifizieren und den Konfliktparteien dann auch Unterstützung angedeihen lassen muss. Mhm. Das heißt also, ich meine, die Mediation für den einen oder anderen, es gibt das deutsche Mediationsgesetz, da steht in vielen Unternehmenssatzungen drin, also bevor wir vor Gericht landen, dann setzen wir doch mal einen Mediator ein. Das ist so diese Ultima Ratio, aber das ist es ja nicht, sondern es geht ja wirklich im täglichen, im Doing darum, Konflikte zu sehen, Konflikte zu thematisieren und den Konfliktparteien mediativ zur Seite zu stehen. Weil die Konfliktparteien im Endeffekt, wenn sie nicht wirklich klar sind und auf der Sachebene den Konflikt für sich lösen können, irgendwo emotional in dem Konflikt verstrickt sind und damit den auch alleine nicht mehr so auflösen können. Absolut. Also was Jörg eben gesagt hat, dass alle haben sich lieb, ja, we are a family, ja, und nach außen bringt nichts. Und wir, das ist ja eigentlich, das bezeichne ich als lose-lose, ja, mhm. Weil da wird jeder Konflikt, dem wird aus dem Weg gegangen, ja, es wird, im Prinzip haben die Leute, also das ist ja eine Flucht- und Vermeidungsstrategie auch, ja, also aus dem Konflikt raus, schön immer in der Komfortzone, nur nicht die Kreise stören lassen und so weitermachen wie bisher, alles, was so nach Konflikt ausschaut, ist ja unbequem. Und das ist eben aber, wir müssen uns ja weiterentwickeln, die Organisation muss sich ja weiterentwickeln und ich glaube, dass
das gerade in sehr harmoniebedürftigen Organisationen, wie bei Menschen auch, wir haben das ja auch in uns, ja, zum Beispiel diese Konfliktparteien, ja, die dann streiten. Der eine ist ja, dann so innere Team. Hat irgendwie, der hört dann die eine Stimme einfach nicht mehr, ja. Der sagt, es ist gut so, ja, wir machen das jetzt so, hat sich das mal durchgesetzt, ja. Oder es ist so, dass sich letztendlich diese Vermeidung dahingehend äußert, dass Menschen die Unternehmen verlassen, sagen, ja, dann hier wird es nichts mehr, ich gehe. Und damit geht Potenzial verloren, ja. Oder der Stärkere hat sich halt durchgesetzt und der andere flüchtet sich dann in, ja, euer Lieblingsthema, in die innere Kündigung und Dienst nach Vorschrift, wenn es denn überhaupt noch so weit ist, oder Krankheit oder ja, letztendlich, ja, wie gesagt, ist einfach innere dieses Aufgeben, ja, dann auch dessen. Ich habe dann, ich entschuldige mich schon mal. Ich habe nämlich mal ein sehr plastisches Bild, was ich in den Unternehmen dann immer sage, wenn ich das Gefühl habe, diese, du nennst das Lose-Lose, und ich sage immer, ihr spielt hier Zuckerguss auf Scheiße. Und das verstehen die dann auch, weil die Scheiße brodelt irgendwann und letztendlich, und dann kommt es zu der Lose-Lose-Geschichte, wie du es nennst, weil letztendlich ist es dann ein Schießen ins eigene Knie, wenn man so Harmonie spielt und gar nicht echt ist. Also wenn man jetzt auch nochmal den Sinn und Zweck dieser Podcast-Reihe ist ja auch zu inspirieren, dann aus unseren eigenen Erfahrungen heraus vielleicht nochmal Denkanstöße zu geben. Und jetzt auch mit Blick ein bisschen auf die Zeit, was sind so deine Key Learnings, was sind so deine Lessons learned als Mediator? Was würdest du der Unternehmensführung mitgeben, wie sie mit dem Thema Konflikte, Konfliktbearbeitung zukünftig umgehen sollten? Ja, also ich glaube, es ist zunächst mal zu lernen oder zu verstehen, was in dem Unternehmen wirklich ist. Ja, also ein bisschen unter den, also wir hatten es ja vorhin so schön, über der Oberfläche, unter der Oberfläche, ein bisschen mehr darauf zu schauen, wie geht es den Menschen eigentlich, ja, wo stehen die gerade, was bewegt die, ja, was treibt die, wieso sind ihnen Themen wichtig, jenseits dieser reinen Position. Also das ist eine Frage, die kann sich jeder stellen, wieso ist das meinem Mitarbeiter wichtig, die kann er auch den Mitarbeiter mal stellen. Erster Schritt. Und dann mit der Antwort natürlich auch offen umgehen. Also letztendlich wichtig ist da auch dieses Thema Vertrauen des Vorgesetzten zu den Mitarbeitern. Ja, wie gehe ich dann mit deren Befindlichkeiten, deren Themen um? Wie löse ich dann nicht jedes Problem lösen, das der Mitarbeiter hat? Ja? Ja. Aber ich kann versuchen, über zuhören. Und das heißt ja auch nicht, dass wir dann im täglichen uns nur noch um die Befindlichkeiten der Mitarbeiter kümmern. Ja? Also es geht immer, das Unternehmensziel steht natürlich, wenn ich jetzt als Führungskraft denke, natürlich vor. Aber ich glaube, so viel Zeit sollte sein, wenn man merkt, dass da irgendwelche größeren Konflikte brodeln und überhaupt mal diese Sensibilität dafür zu bekommen. Wenn ich merke, dass die Kultur insgesamt, also das geht mir ja so, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, neu, dann merke ich, jedes Unternehmen hat seine eigene Kultur und die kann ich alleine auch nicht innerhalb von 3 Wochen verändern, will ich auch gar nicht. Ja? Aber ich glaube, es ist schon interessant, dann auch diese Kultur zu verstehen und an einer anderen Stelle dann mal anzuzapfen und zu sagen, was kann man denn an der Kultur verändern, damit wir hier nach vorne kommen. Es geht da um das Thema Kommunikation, Umgang mit Problemen, letztendlich Offenheit, ja, und Vertrauen schaffen als Führungskraft in die letztendlich die Themen, die das Unternehmen treiben. Auch da sind wir beim Thema Strategie, Vermittlung, Mut machen, ja, dass man auch mal Probleme angeht und Veränderungen angeht. Wir haben jetzt gar nicht über das Thema Veränderungsresistenz gesprochen, zum Beispiel. Ja. Für viele sind Veränderungen ja Gefahr, weil sie nicht wissen, was in Zukunft auf sie zukommt. Und sie sind letztendlich in ihrer Komfortzone und müssten da raus und müssen Anstrengungen unternehmen, entweder zu lernen oder es sind Ängste, die sie letztendlich blockieren. Ja. Also das haben wir als separates Thema da in dem ganzen Prozess. Ich glaube, mal einen Podcast von machen. Ja. Ja, genau. Aber eben auch die Mediation als Führungsinstrument einsetzen. Also sagen, Leute, ich verstehe eure Position. Ich selber bin aber nicht allparteilich, weil ich bin jetzt natürlich voreingenommen als Chef. Ich habe bestimmte Themen. Ich kann in bestimmten Konflikten versuchen, eine allparteiliche Rolle zu spielen. Aber wenn ich merke, dass das funktioniert nicht, dann kann ich aber hingehen und sagen, du, pass auf, wir holen jetzt jemanden, der macht das als Mediator, hilft er euch zum Heureka, also dazu, aus euch selbst heraus eine Lösung zu entwickeln, die ihr heute noch gar nicht sehen könnt. Kennt wahrscheinlich der ein oder andere diese Lösung mit verbinde die 9 Punkte in einer Linie. Ne? Und du musst halt teilweise aus deiner Denke rauskommen.
Absolut. Und plötzlich eröffnen sich Möglichkeiten, Optionen, die keiner selber für möglich gehalten hätte. Und das ist das, was ich Heureka nenne. Ne? Das ist der, ach Gott, ich brauche das Fleisch vom Kürbis. Ach Gott, ich brauche nur den Kürbis. Wie doof sind wir zwei eigentlich, dass wir uns über den gesamten Kürbis streiten? Das ist so ein Heureka. Ja, das ist eine Lösung, die beide für sich vorher gar nicht gesehen haben. Und vielleicht ist das kann man das in der Kultur, weil du sagst, das ist ein Führungsinstrument, dieses über den Tellerrand hinaus denken oder thinking out of the box, wie das ja auch genannt wird. Wenn man das etabliert im Unternehmen, ich glaube, dann ist die Gefahr, dass sowas passiert, gar nicht so groß. Und ich denke auch, dass viele, diese sogenannte, für viele ist, auch wenn sie es gar nicht merken, die sogenannte Komfortzone ein Gefängnis. Und wenn man das schafft, dieses Denken zu etablieren, weil Kultur heißt ja, wie gehen wir miteinander um, wenn wir uns das erlauben und auch offen zu sprechen, ich denke mal, dann ist es auch ein Führungsinstrument. Ja. Und dann auch für den Einzelnen ein Stück weit ein Perspektivwechsel. Ja? Und das ist letztendlich, wenn wir über Coaching reden, ja, also wenn jetzt letztendlich eine Unternehmensführung den Vorteil von Coaching für einzelne Führungskräfte, wo man merkt, der braucht Unterstützung, erkannt hat schon mal, ja. Und in dem Coaching kommt dann raus, dass der einen massiven Konflikt mit einem Kollegen hat oder mit der Führungskraft selber, ja. Wir müssen immer beachten, wir sind als Führungskräfte nie neutral, ja, sondern wir sind immer den Unternehmenszielen verpflichtet. Und da haben wir unsere eigene Meinung auch über bestimmte Abteilungen oder Vorgehensweisen, ja. Deswegen ist es so wichtig, mit einem Coach letztendlich für den Einzelnen mal ranzugehen. Und dann, wenn wir aber merken, da ist ein massiver Konflikt mit einem Kollegen, Vorgesetzten, wem auch immer, oder auf Gesellschaftsebene, da letztendlich dann den Wirtschaftsmediator als Hilfe und da eben auch, das kann dann nicht der Coach selber sein, weil der ist parteilich. Es muss wirklich auch da die Allparteilichkeit gewährleistet sein. Ja. Wunderbar, gut. Super. War toll, ne? Nochmal ein paar Anstöße da draußen, Wirtschaftsmediation ausprobieren. Wir können das. Ruf uns an. Was guckst du für Kanäle? Ja, da lachen auch nur die Alten drüber. Naja, also gibt's nicht mehr, ne? Gibt's nicht mehr. Wir wünschen dir eine gute Zeit, innere Stabilität, viel Kraft und Elan für die kommenden Wochen und Monate, die auf euch Hardcore-Restrukturierer dazukommen. Wir haben uns riesig gefreut, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich spiele jetzt die Mats ab mit unserem Jingle. Wünsche dir was, alles Gute und bye bye. Ich wünsche dir auch alles Gute übrigens. Mach's gut. Vielen Dank euch beiden für das tolle Gespräch. Ja. Danke. Bis zum Sinn.